Hallo, guten Morgen. Heute ist unser dritter Bautag, fünftes Video. Und? Na, es ist fünfte. Und wir haben schon alles, fast alles fertig. Ein ganz, ganz bisschen Bauarbeit fehlt noch. Da fehlt die Stange hier für den Heckflügel. Dafür die Karosserie. Aber wir haben es schon probiert und es funktioniert. Und die Räder. Ja. Und die Reifen kommen auch schon dran. Noch mehr. Da ist die Fernsteuerung. Die neue. Gestern gekauft. Vorgestern, ja, stimmt. Der Gregor schraubt jetzt die Reifen da drauf. Und vielleicht werden wir heute überhaupt fertig. Ja. Jetzt müssen wir noch, wie gesagt, ein paar kleine. Hier sind noch ein paar Teile drinnen. Diese Karosseriehalter, den Heckflügelhalter. Dann haben wir es eigentlich fertig. Und dann nur mal die Karosserie ausschneiden und lackieren. Und die Pickel draufkleben. Seite genau selber ein Kugellager wird da reingesteckt, dann kommt ich weiß nicht so, ob ihr es sehen könnt, da dieses kleine Metallstangerl kommt da sind zwei ganz kleine Löcher. Kommt da durchgesteckt bis zur Mitte, dann kommt, wo ist der da? Kommt das schwarze Teil, das ist so ein Kreuz. Das Kreuz kommt da, dann das ist fest. Das muss den Metallsplint halten, ne? Ja. Damit und dann sich das kommt dann noch der Reifen. Gut, das war für heute oder für jetzt mal das Video. Wir bauen jetzt noch die Plastikteile dran und dann machen wir wieder ein Video, wenn wir lackieren oder wenn wir das ausschneiden und irgendwo oder die Pickel draufkleben. Wenn ihr auch einen elektrischen Buggy habt, egal ob er schon fertig war oder ihr ihn zusammengebaut habt, lasst ein Like da. Genau.